Das ist ein Monster. Alter! Gott, du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Siehst du mal, dass deine Lebensanzeige viel größer ist als meine? Echt? So wie ein Balken mehr, glaube ich. Ich wusste, bis zum Sturm zu sterben. Captain! Ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke. Es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Mark Hobbs. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerscript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Die Tussis haben alle übelste Kleidung an, ey. Mal ganz ehrlich. Übelste Weltraum, aber die haben heiße Klamotten an. Ist klar. Nein, nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Boah, die hat eine übelste Lebensanzeige dran. Ja. Leck mich am Arsch. Ganze Wirbelsäule lang. Müssen wir mal gucken. Sie hätten mich wegen Ellie und dem Captain warnen können. Ich hab 1, 2, 3, 4, 4,5 habe ich. Du hast... Warte mal kurz, bleib mal stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 bist du. Alles klar. Hier ist ein Textblock, willst du das aufnehmen? Ja, lese ich jetzt auch eh nicht durch. Aber. Hier ist wieder eine Bank. Mal gucken, ob hier irgendwo noch Material rumliegt für die Bank. Oh, hier liegt noch Munition rum, einiges. Oh, hier liegt sehr viel Munition rum. Boah, alter Schwede. Plasma-Kern gefunden. Ich werde mal ein bisschen von diesem unnützen Zeug mit entfernen. Ist schon wieder voll? Ja. Hat das reingepasst? Ich geh mal in die Bank hier. Plasma-Kern, Feuerrader, nice. Aber der Tesla-Kern ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Wir haben Plasma-Kern, ein Tool zum Schneiden, das ionisierte Plasma-Brennstoff abfeuert. Weniger Clip-Size, aber mehr Schaden. Ich glaube, das brauche ich mal ran. Einen Rahmen haben wir nicht gefunden. Eine Spitze auch nicht. Eine Erweiterung auch nicht. Eine Upgrade-Platine. Nice. Feuerrate. Ja. Ich werde mal fix aufs Toilette gehen und mein Essen holen. Jo. Auch herstellen, wie es aussieht. Das ist so cool. Clip hinzufügen. Alles klar. Null Waffe. Schwerer Rahmen. Tesla-Kern. Schwerer Standardrahmen. Hm. Gucken, wie das Ding aussieht. Die neue Waffe wurde in einem Safe abgelegt. Ach so, alles klar. F. Safe. So, wieder am Start. Waffe aufrüsten. Ich habe mir gerade eine neue Waffe hergestellt. Oh, wie geht denn das? Wo konntest du das machen? Objekt wir haben doch vorhin diesen mittleren Rahmen gefunden. Ja, du. Und da habe ich jetzt, das habe ich gerade mal jetzt gebaut. Das sieht so hier aus. Ja, oder? Alter! Wo bist du? Aber das ist doch die gleiche Waffe oder ist das komplett eine andere? Die hat 5 Dinger nebeneinander. Alter, die schießt irgendwelche Blitze. Oh, wo ist geil. Du das in der Kleine? Nee. Du machst das, du gehst hier drauf. Ja. Machst neue Waffe herstellen. Wo ist denn das, eine Waffe herstellen? Na ganz links. Ach so. Eine Waffe herstellen. Ja. Dann auf neu klicken, das mittlere. Und dann hatte ich da so einen schweren Rahmen. Und da habe ich einfach die Sachen dran gebaut.
Habe ich gar nichts zum Beispiel. Du hast keinen Rahmen? Ja. Okay, dann habe ich vorhin einen Rahmen gefunden, den hast du noch nicht anscheinend. Wie schade. Boah, ich habe jede Menge Platz, ey. Was sind das für Objekte im Inventar eigentlich? Ich verstehe das nicht. Du kannst die Sachen übrigens auch herstellen, ne, mit diesen Materialien, die wir mal finden jetzt hier. Was ist ein TPO? Was soll das sein? Also ich kann das machen hier, aber habe ich eine höhere Nachlade... LND ist auch so Nachladegeschwindigkeit, nehme ich an. Ja, denke ich auch, ja. So, dann habe ich noch einen erhöhten Schaden, aber TPO ist weniger. Was ist denn TPO? Treffer... Nee, Trefferpunkte auch nicht. Was ist TPO? SCH ist Schaden. Schaden, NLD ist Nachlade, CLP ist Clip, Magazingröße, TPO. TPO, das ist eine gute Frage. Trefferpunkte, oh ne. Was ist noch wichtig bei einer Waffe? Schaden, Nachladen, Clip Size, Genauigkeit vielleicht? Kannst du nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich kann keinen neuen Rahmen herstellen, schon mal. Cool, ich könnte einen Militärantrieb bauen. Oder einen Tesla-Kern noch. Du könntest auch eine Waffe herstellen, die einfach mal zwei Tesla-Kerne zum Beispiel dran hat. Oder zwei Plasma-Kerne oder sowas. Ist die jetzt anders geworden? Geil, ich habe meine Startwaffe so jetzt umgebaut hier. Ist das geil. Geil. Ja, das gefällt mir, den Waffenbau, und das ist cool. Ich nehme mal ein paar dann Health Packs raus. Boah. Piu piu. Ich gucke mal ein bisschen aus dem Fenster raus. Also jetzt muss ich erst mal klotzen, was ich hier gemacht habe bei der Waffe. So, was hab ich hier noch irgendwas? No smoking. Na, kriegst du heute noch hin? Was ist echt das da hinten sammeln? Oh jawohl, guck mal, ich habe eine Upgrade-Platine mir gesnackt. Nice. Da hinten, da war was du nur mit Starter greifen konntest. Nice. So, jetzt hast du irgendwas gemacht, jetzt gucke ich mal. Guck mal. Teil schon mal das Ding. Das ist das Drehmanschetten-Ding, was du jetzt hast. Guck mal. Piu. 6 Punkte. Alter, wie schnell schießt denn das Ding? Ich habe jetzt daran beide gemacht. Wo hast du was gesnackt? Den hier. André, wo hast du was gesnackt? Hier drüben, hier in der Spalte, da hat was Lilanes geglitzert, da habe ich mit F mit Starter das Ding rangeholt und das war ein Upgrade-Modul. Hat lila geleuchtet. Warte mal, das habe ich doch gerade bekommen. Na dann. Kann sein, dass erstmal die Platinen, dass die... Das ja, kann sein, ja. Platine habe ich gefunden, ja. Nice, nice. Stimmt, habe ich auch bekommen. Werde ich gleich in meinen Teil einbauen hier. Schaden... Ja, lass ich schon, Ingol. Guck mal, du kannst auch noch Upgrade-Slots freischalten. Das kostet aber Wolfram, kostet das. Diese Platin-Slots kannst du freischalten, noch für oberen und unteren Slot, ne? Kostet Wolfram. Ah, guck mal hier. Ah, geil. Geh mal auf Erweiterung 2 rechts unten bei irgendeiner Waffe. Ja? Na, warte, muss ich gerade umbauen.
Erweiterung 2, rechts unten in der Ecke von irgendeiner Waffe, ne? Klick mal drauf. Ja. Ich hab da nichts, keine Erweiterung. Ich hab auch kein Modul dafür, ne? Ja. Aber du siehst Ultra. Du kannst von oben auf neue Erweiterung herstellen gehen und das Ding kannst du herstellen mit den Sachen, die du hast. Munitionskiste zum Beispiel. Lädt die Waffe automatisch nach, sobald der Clip leer ist. Oder sammelt automatisch Munition in der Nähe ein. Ist nicht geil. Erhöht die Clipgröße für Spieler und Partner. Oh, geil. Überzieht Projektil mit einer sehr dünnen Stasis-Schicht. Ich bin ja für das Munitionssammler. Was hast denn du? Ich hab nur Munitionskiste, Munitionssammler, was ich herstellen könnte. Aber irgendwie finde ich das beides doof. Automatisch Munition aufsammeln finde ich scheiße. Das brauche ich nicht. Nachladen automatisch brauche ich eigentlich auch nicht. Ich würde lieber auf was anderes warten, was dann noch später kommt. Da gibt es nämlich geile Sachen. Okay. Vom Spieler verbrauchte Stasi-Packs laden auch die des Partners wieder auf oder hier finde, dass sich der Benutzer Flächenschaden durch Sprengwaffen zufügt. Aber am geilsten finde ich Stasi-Beschichtung. Überzieht Projektil mit einer sehr dünnen Stasi-Schicht. Bei diesen Upgrade-Platinen kann ich jetzt oberes Tool zum Beispiel mehr Schaden hinzufügen einmal. Ja, die Upgrade-Platinen, da kannst du überall ja was reinbauen. Oberen und unsere Sache. Was machen eigentlich diese Spitzen? Was kann ich da herstellen? Kompakte ionische Streuung. Erschafft einen breiten Plasma-Cutter-Strahl. Goll. Oder kompaktes, gerichtetes Ejektionsfeld. Was ist das? Ejektionsfeld. Erschafft einen schnellfeuernden Plasma-Cutter-Strahl. Reichweite Mittel, Präzision Mittel. Ach, da kannst du die Waffen auch nochmal verändern. Das ist eine Scheiße, ey. Mehr Clip und mehr TPO. Aber weniger Schaden. Ne, das will ich doch nicht. Naja, die Spitzen beim Plasma-Kern gefallen mir alle irgendwie nicht. Ich habe die Waffe gar nicht verändert. Wieso baut der jetzt da nochmal dran rum? Egal. Gucken, was haben wir hier? Geil, hier kann ich ein Zielfernrohr ranmachen, meine andere Waffe. Militärisches Zielfernrohr zum Zielen auf große Entfernung. Na gut, das brauchen wir nicht wirklich. Was haben wir noch? Erweiterung 2. Sicherheitsschuss findet, dass der Benutzer vom Spieler voraus der Stasi-Packs, klar, Stasi-Verstärker. Ich finde es übrigens geil, Stasi-Beschichtung überzieht Projektile mit einer sehr dünnen Stasi-Schicht. Das Ding will ich haben, ey. Das hier? Da ist nämlich alles, was du schießt, ja, wird dann langsamer auf alles, was du schießt. Hab ich doch gerade. Alter, was ist denn das für ein Teil? Da muss man gucken, wenn ich es auspacke. Das ist mal ein Riesenteil. Ist auch geil hier, meine Waffe. Fängt hinten an so leuchten, ey, ist geil. Was sagt's, Inventar? Okay, lass mal weitergehen hier, sonst stehen wir noch die ganze Zeit rum. Okay, weiter geht's. Aber das ist fett, oder? Das ist richtig geil. Mit dem Waffen-Upgraden, das ist schon mal eine ziemlich... Das ist auch das erste Mal jetzt drin hier mit dem Waffen-Upgraden. Ah, ziemlich kompliziert. Also in den anderen Teilen konntest du auch Sachen verbessern, also Waffen, aber nur auf so bestimmten Pfaden. Ne? Das ging ja schnell. Das hier ist ja quasi völlig frei. Steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, mir geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Naja. Ruhig, Bronner. Als ob ich eine Wahl hätte. Jetzt schreib mal aus. Was? So? Die Frage ist wo? Oh, Alter. Was? Oh, was ist denn Scheiße. Das? Auf die Teile schießen mit den Knubbeln. Ohne Spaß, ey. Wo müssen wir jetzt lang? Hier kommen wir nicht lang. Können wir hier lang gehen? Nee, können wir nicht lang gehen. Ah, hier. Müssen wir runter. Alles klar. Drehen mal wieder. Alles klar. Peace. Hat er den nicht gegeben, ne?
Ah, man kann auch C drücken, um die Dinger zu verlangsamen, steht da. War hier noch irgendwas drin? Nein. Schwebt denn da? Ich hätte doch was schwebt denn hier, ey. Ne? Ein Stachel. Drehst du wieder? Da haben wir schon doch. Alter! Alter, da kommt noch mehr. Oh, oh, er hat mich einer. Bäm, hat's gemacht. Gelassen hier? Nee. Ja, war doch noch gerade irgendwas? Ja. Hübsch, was ist denn das für ein riesen Vieh, bitteschön? Das werden wir bestimmt gleich heraus. Unten ist natürlich Nebel, ja, sieht man nicht noch nichts. Ist klar, nee. Links, 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 links. Kommt noch was da hinten. Oh ja, das Spiel hat schon was. Klar. Aber auch weg. Jetzt haben wir hier auch den Strom angeschalten. Wie es ausschaut. Okay, wir sind hier raus, alles klar. Leiter. Halt, warte mal, oben war noch was. Moment. Ach ne, das war irgendein Modul, ne? Das hast du wahrscheinlich aufgesammelt. Eigentlich. Da ist nichts für mich. Da ist nichts für mich. Partner braucht mehr Platz. Du hast echt einen fetten Arsch, Junge. Ja. Macht der Anzug. Naja, genau. Das ist eindeutig der Anzug. Ja, ja, ist klar. Geöffnet. Es gibt schon was zum Aufmachen. Ah, jetzt ist drinnen. Boden? Hinten lag Gel. Ah, ja, 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 das habe ich, hab ich aufgenommen. Komm mal auf die Hütte. Okay. Oh, 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 das ist schlecht. Wir müssen wahrscheinlich mit C dieses Stase-Ding machen, weil sonst wirst du da reingesaugt. Schnell durch. Oh! Da war ich ein bisschen zu langsam. Sorry. Sehr gut von dir, dass du das gleich mitmachst.